Also außer der Gegner von dem. Muss ja sowieso noch ein bisschen kämpfen, ne? Ja, ich habe ja Muss gerade man den verloren, ich muss Gegner jetzt so. noch einen Kampf machen. Oh, wer wird gewinnen? Mini-Pekka Level 7 oder Pekka Level 7? Scheinzeichen Denn ich baue einfach so einen Scheint Pekka-Push auch auf sein, und oder? sein Gegenkonter ist einfach ein Mini-Pekka Level 7. Ja? Er ist dann einfach gegen seinen. Er ist dann mal ein Mini-Pekka Level 7 gegen seinen Vater, einen Babydrachen und eine Walküre kämpfen. Ne? Was? Oh, schade, nein. Ich dachte, ihr werdet doch so. Juni, Der Mini-Packer kommt September. nicht durch. Oh nein! Papi lässt den Mini-Packer nicht ran an den zerstörten Turm. Ne? Match vorbei und man sieht einfach nur, wie der Mini-Packer die ganze Zeit gegen den Packer läuft, weil er einfach nicht durchkommt. Ne? Ja, meine Mutter ist total sauer. Warum? Weil du auf Snapchat geaddet hast. Das würde mich total sauer Ja, machen. was? Ich bin immerhin schon bei 151 von 2000. Ne? Immerhin. Ja, mein Bonusgold ist sogar gestiegen. Ich kriege jetzt 60.000. Ich muss immer noch einmal kämpfen, ne? Ja. Ach ja, weil ich ja. Das, wo ich mit dir über dir kommen wollte, verloren habe, klar. Ich kämpfe jetzt gegen Leo. Jetzt ist meine Mutter endlich hoch. Ich habe sie auf Snapchat gefunden. Und sie Musst so, du die auch noch ging finden? doch. Vor allen Dingen. Musst du die noch finden? Digga, ich hatte einmal einen kompletten Pekka-Push, ne? Dann kam ein Prinz und ein Feuerball und nur der Pekka hat überlebt, ne? Also mit Mini-Pekka und so, ich hatte also. Hat einen kleinen Push und dann kam einmal ein Prinz und ein Feuerball und nur der Pekka überlebt einfach. So, als wäre es nur eine Atomexplosion und der Packer schreitet einfach raus. Ne? So sah es gerade so ein bisschen aus. So, und da es gerade so gut funktioniert hat, weil der Turm jetzt down ist, mache ich den gleichen Move nochmal. Einfach richtig respektlos von diesem Prinzen. Er überlebt mit einem HP. Dinger, muss das denn sein? Ja. Das lief doch gerade so gut. Warum musst du denn jetzt auch einen Turm hitten? Das muss doch nicht sein, Digga. Lass uns doch mal einigen. Lass uns darauf einigen, dass du einfach verlierst. Ist doch so.
Der erste Turm lief so glatt und jetzt macht er so eine Fax mit seiner Hexe, die er auch einfach nicht drauf gehen will. Ne? Ja. Aber gefühlt wie in einer unsterblichen Hexe. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich spiele mit Two-Point 6 bloß eine Abwandlung in Two-Point 6. Ich will mal was Dummes ausprobieren, was aber so funktionieren kann. Man. Okay. Auf dem Free-to-Play-Account oder so? Ja. Ich muss ihn kurz hops nehmen, weil er es doch nicht schafft, mich hops zu nehmen, ne? Weil er einfach auf einmal die ganze Zeit mit seiner Hexe und so und auf einmal ist er durchlaufen und sein zweiter Turm ist einfach down. Ne? Das heißt, es ging so in Verlängerung, aber 2 Sekunden später war es vorbei, weil der Packer Mini-Packer seinen letzten Hit gemacht hat. Ne? Ja. Als wenn das Ding 2.4 gemacht mit Packer, Digga. Packer, Kobold, ich bleib bei meinem 3.8, Digga. Ne? Ja. Ich bleib bei meinem 3.8, Deck. Ich nehme einfach 3.0 jetzt bei mir. Du bist jetzt bei... Ich bin wieder über dir. Du bist über mir, ne? Ja, ich habe jetzt 2-mal gewonnen. Bin jetzt wieder leicht über dir. Du bist wieder dran. Ich habe jetzt 2-mal gewonnen. So, ich nehme jetzt eine Abwandlung von 2.6. Haha, viel Glück. Der Mini-Packer denkt sich so, gegen die 3 Skelette werde ich fertig. Und dann schreibt er doch. Oh, Schweinereiter, den hast du schon Level 8, cool. Ich glaube, meiner ist Level 5. Ich habe den aber auch vorhin erst bekommen. Vor einer halben Stunde oder so. Kann ich auch. Ein Hit, 2 Hits, 3 Hits. Open Water! Noch entweder ein Thumbnail oder ein Titel, wo einfach ein Open Water drin steht, ne? Ja, einfach weil der Schweinereiter so einen dummen Sound hat. Vielleicht in der Folge, wo ich den Schweinereiter auch freischalte, ne? Ich fühle den Sound irgendwie übelst, Digga. Ich kann das mal gut, glaube ich. Kann ich das gut? Ja, vielleicht ein bisschen höher zu hoch, ne? Ich sag ein bisschen zu hoch von der Tonlage her und du bist einfach noch höher. Ja, war eigentlich gerade das Feuerball-Massaker von, keine Ahnung, von Arena 5. Ich weiß gar nicht, wie die scheiß Arena heißt. Ich weiß nicht, wie die Arena heißt. Ich weiß bloß, dass ich mir gleich wieder, dass ich mir schon wieder mal ein neues Clash Royale Bild runterladen muss. Ne? Das weiß ich. Ne? Los, Barbarenfass! Barbarenrolle! Ne? Barbarenrolle! Wie willst du die Attacke denn sonst bezeichnen? Oh, Mana!
Oh. Guck mal. Ups. Weißt du, was ich vermisst habe bei dem Typen? Ich habe den Pekka vermisst. Der heißt, der ist im Clan Los Pekkas. Ne? Da hätte ich einen Pekka erwartet. Los Pekkas! Pekkas! Da fehlt ein K. Los Pekkas. Da fehlt ein K im Namen. Los Pekkas. Ja gut, so schlecht. Digga, ist das schlecht, der Clan. Digga, das ist ja so, das ist so ein richtiger Bot-Clan. Das ist so ein richtiger Bot. Keine Ahnung. Ich fand's bloß witzig, dass wir keinen Packer gesehen haben, obwohl sein Clan Los Pekkas heißt. Das wollte ich bloß mal erwähnt haben. Weil ich das ein witzigen Fact. Oh, hat doch Packer dabei. Ja, aber wir haben ihn nicht gesehen, oder? Ne, da irre ich mich. Er hatte Mini-Packer dabei. Ja, aber den richtigen meine ich. Mini-Packer ist klar. Ich meine, ich erwarte bei Los Pekkas schon einen richtigen PK. Na? Ich kenne kein PK. Ja, aber das fehlt ja ein K, also kann es ja nicht PK heißen. Also PK. Wegen dir ist jetzt mein PK gestorben, mein PK gestorben. Weil ich abgelenkt war von dir. Aha. Ja, ich war abgelenkt von dir, nur deswegen ist das alles passiert. Deine Schuld, du kleiner Bastard. Ich hab deine Mutter in der Mensa gefickt. Okay, wie das auch immer funktionieren soll. Alles nur für Fortnite. Wie das auch immer funktionieren soll, aber okay, ich glaub dir das mal. Wenn ich plötzlich weg bin, ne? Und du mich nicht mehr hörst, dann sind meine Eltern da. Dann ist Los Pekka da. Dann kommt Los Pekka zu dir nach Hause. Peter Hase. Peter Hase. Ich kann den Songtext nicht. Das ist gut so. Das ist gut so. Peter Hase. Dann kannst du wenigstens nicht so viel singen, wenn du den Text nicht kannst. Dann sind die Qualen hoffentlich bald wieder vorbei. Peter Hase, yeah. Dann merkst du hoffentlich bald, dass du einfach komplett dich gerade blamierst. Ich weiß. Gut. Dass du das weißt, ist ja schon mal ein Fortschritt. Wir kommen voran, du hast gemerkt, du hast es gemerkt. Sei auch selber leise. Sei bitte leise, ich muss mich konzentrieren, ich verliere gerade. Ich habe nur gesagt, sei bitte leise, ich verliere gerade. Ich bin nicht Monte. Das will ich auch gar nicht sein. Warum nicht? Weil ich so eine Persönlichkeit wie Monte nicht bin. Das wäre doch cool. Also, vielleicht Monte an sich nicht zu sein, aber halt, Was so Fame wie Monte zu sein, ist natürlich cool, aber das ist auch ein Glücksfall, so zu sein, ne? Das ist einfach nur Glück und man muss ein bisschen was können, ne? Aber Monte sein will ich nicht unbedingt. Mit Glück und Können. Du musst unterhalten sein und du musst Glück haben. Und irgendwie sind wir das, glaube ich, gar nicht, Digga. Ja, bist du dir sicher? Dann sei unterhaltender. Okay. Und hör auf, Peter Hase zu singen, das ist nicht gerade unterhaltend. Ja, ich weiß. Ja, also hör bitte auf. Schone meine Ohren. Peter Hase. Jetzt machst du genau das Gegenteil von unterhalten, da schaltet doch gleich jeder ab. Peter Hase. In dieser Folge. Peter Hase. Ja, ich schreibe das in Caps in den Folgentitel und mache auch ein Bild von dem einfach aufs Thumbnail. Einfach nur so ein riesen rangezoomtes Gesicht von Peter Hase. Egal. Wo ich dein Gesicht drauf mache, ne? Aber diesen Hasen mit deinem Gesicht.
Digga, einfach mein Kopf. Du wechselst, du machst einfach ein ganzes Körperfoto. Das andere, Digga. Du machst einfach ein Kondom. Du machst einfach ein Kondom drüber, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. Digga, ich hab mich zusammengerissen. Nicht ganz. Eher nicht hier Ding zu sagen. Ganzkörperkondom. Und du kommst dann so. Was ist denn ein Kondom mit dir ein schlimmes Wort? Ja, wollen wir nicht jugendfrei bleiben oder so? Was ist ein Kondom denn bitte nicht jugendfrei? Ich meine, ist ja nicht so, als könnte man eine Beleidigung sagen und einfach so sagen, du Kondom. Das klingt ein bisschen doof, ne? Doofes Kondom, Alter. Du Kondom, Alter. Geh mal weg. Deine Mutter wollte ich nicht, bloß das Kondom ist gerissen. Das wäre eine Beleidigung. Ja? Ja, irgendwie schon, ne? Du hast mich jetzt zu tief verletzt. Wer hat gesagt, dass ich dich meine? Deine Mutter! Nee, war irgendwie gar nicht lustig. Aber ich meine, das wäre ein Kontext, in dem man Kondom als Beleidigung benutzen könnte. Weil jugendfrei zu sein heißt doch eigentlich keine Beleidigung zu benutzen. Zumindest in meiner Definition. Ne? Also wollte ich bloß ein Beispiel aufzeigen, in dem Kondom in einem beleidigenden Kontext verwendet werden könnte. Während ich gerade diesen Gegner zerstöre. Was bitter nötig ist, weil ich schon wieder verloren habe. Ich muss jetzt mein Handy mit der Nase bedienen, weil ich Wasser an den Händen habe. Nun start neues Match, Digga. Bleib mal ganz ruhig, ich bin gerade jetzt aus dem Match raus. Toll, ich kann keine Karte upgraden, das ist nur wegen dir. Ich kaufe mir einfach gleich ein Buch und benutze das auf meine. Ich kaufe mir einfach gleich ein Buch, um die zwei Packers zu bekommen. Ein Buch? Ja, ich kaufe mir gleich das epische Buch, was im Shop ist, und benutze das, um zwei Packers zu bekommen. Digga, Stürmer geht gar nicht. Das ist ja gerade der Witz. Weißt du? Warte jetzt, bis ich meinen Holzfäller, also drei Legit für den Holzfäller noch habe. Bekomme. Und dann. Er ist aber schon wieder auf einem komplett anderen Account unterwegs. Ja, Digga. Ich versuche einfach nur wieder auf sein Level zu kommen. Er ist aber wieder auf 20 anderen Accounts unterwegs. Ich glaube, es gibt inzwischen auch schon Zero Gamer 5.0 geführt. Nein, ich habe erst drei Accounts. Erst? Erst ist auch gut. Wann kommt 4.0? Wie lange dauert es noch? Wenn 2.0 auf Arena 15 ist und Level 11. Dann kommt 4.0? Ja, ich glaube ja. Fängst du immer wieder von vorne an? Na klar, Digga. Digga, so spiele ich mehr verschiedene Karten. Ach so, weil man auch immer mit den gleichen Karten anfängt. Aber so variiere ich mein Deck. Du könntest ja mal theoretisch jedes Mal das gleiche Deck irgendwann zusammenbauen. Lass mich, das habe ich schon auf meinem zweiten Account. Was genau ist der Deck wie auf dem ersten Account? Ja, auf meinem Main Account. Ey, bleib hier, ich wollte euch wegknallen. Da laufen die einfach weg, weißt du. Ich will die wegzappen und dann laufen die einfach weg, Digga. Ich könnte mit meinem zweiten Account auf Arena 15 kommen, aber ich habe dazu einfach keinen Bock noch, weil einfach wegen dem Dings, einfach aus dem Grunde, weil dein dritter Account auf Arena 15 kommt, vor deinem zweiten Account. Das könnte vielleicht sein. Aber heute pushe ich wieder und heute überlege ich mir das, ob ich heute Dings. Push mal lieber einen Arc rein.
NA, Digga, Midas-Fan, weil ich mir Ark für den Switch holen, wo die Grafik aussieht wie so ein Poster. Ne, du kannst ja vorher eine Xbox holen. Du kannst ja mal kurz eine Xbox holen. Ja, ich leide in deiner Hand, ne? Ja. Bis ich erwachsen bin und genug Geld hab dafür, okay? Okay, du kannst die alte Xbox haben, musst was mitbringen, wenn du hier zocken willst. Ja, aber ich glaube, dann komme ich nicht mehr wirklich zu dir. Ich glaube, zwischendurch durch den Pen oder so auf jeden Fall. Also, ich meine, wir könnten dann theoretisch alles zusammenstellen, aber weißt du, was du zum Beispiel für Ark dann einen Server kaufen müsstest, der irgendwie nur 12 Euro im Monat kostet? Ja, aber das wäre voll geil, wenn du mir die geben würdest, Digga. Digga, was? Nö. Was ist hier los? Ich glaube, das mache ich einfach aus dem Grund nicht, weil dann hättest du keinen Grund mehr, hierher zu kommen. Und ich mag das ja, hier mit dir zu zocken.